Oh mein Gott, nein, nein, nein! Oh shit! Boah, mein Herz, Alter! Und damit willkommen zu einem neuen Horror-Let's Play auf dem Kanal, Freunde. Schön, dass ihr draußen wieder mit dabei seid. Wir ziehen uns heute gemeinsam Jack Holmes Master of the Puppets rein. Ein Spiel, das ich schon länger auf dem Schirm habe, aber so über die Sommertage war es mir einfach nicht passend genug. Jetzt im Oktober können wir uns wieder der dunklen Jahreszeit widmen und somit auch weiteren Horror-Let's Plays. Ich habe richtig Bock, das Spiel auszuprobieren und weil es ein Unreal Engine 4 Titel ist, können wir es mit der UEVR-Mod in VR zocken. Wie immer packe ich euch das von mir erstellte VR-Profil über den Link in die Videobeschreibung, könnt ihr euch einfach runterladen und das Ganze selber in VR zocken. Und ich würde sagen, wir checken jetzt mal aus, was das Spiel drauf hat. Auf geht's! Hier ein kleiner Hinweis an jeden da draußen, der selber mal VR testen will. Ich habe mich bei meinem Partner 7Space für euch stark gemacht und einen Rabattcode mit satten 15% organisiert, der in jeder Filiale in ganz NRW gilt. Auf alle eure Bestellungen. Link dazu in der Videobeschreibung. Gönnt ihr mir, gönn ich euch. Und da wären wir, Freunde. 6DOF Motion Control hier im Game. Ist das geil oder was? Und man sieht schon, Atmosphäre ist direkt düster. Eigentlich startet das Spiel aber so, dass wir tatsächlich in unserer Wohnung sind und dann schiebt uns jemand einen Brief unter der Tür durch. Und in dem Brief steht, Jack, du musst unbedingt vorbeikommen, richtig krasse Story, ich muss dir was zeigen und das machen wir jetzt auch. Deswegen sind wir zur Adresse gefahren und hier geht das Spiel jetzt los. Deswegen würde ich sagen, zack, einmal hier rüber. Und dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Da sind wir. Wo sind wir denn? Okay, keine Ahnung. Er weiß immer noch nicht, wer der Typ ist, aber er will ihn finden oder wir wollen ihn finden. Ich glaube auch nicht, dass hier viele Menschen leben, Bro. Das ist mitten am Arsch der Welt wieder irgendwo. Worauf habe ich mich da wieder eingelassen? Okay. Also im ersten Moment, es sieht schon nice aus. Grafik gefällt mir. Wie gesagt, düsteres Setting. Genau, Bro. Erstmal einen durchziehen hier auf ganz entspannt. Nee, Spaß, Kinder. Rauchen ist ungesund. Du sagst es. So, einmal hier rüber. Und dann... Ey, was ist das denn? Leute! Was ist denn hier los? Okay. Ein Jahrmarkt. Aber es ist keine Zeit für Spaß. Ich glaube auch nicht, dass es hier im Spiel um Spaß geht, ehrlicherweise. Aber nice, okay. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Warte mal, ich kann mal eine Taschenlampe anmachen. Übrigens auch nice, dass wir die mit dem Controller steuern können. Komm, jetzt stell dich mal nicht so an. Wir sind hier gerade ein paar Meter gelaufen. Okay, es läuft aber alles bis jetzt ziemlich linear ab. Also der Weg ist ja klar vorgegeben. Was zur Hölle ist das? Frederick? Frederick hat auf jeden Fall ein Faible für Gartenzwerge. Können wir das... Okay. Was geht denn hier ab? Kleines Lagerfeuer. Der steht auf jeden Fall auf Einsamkeit, der Dude hier. Komm, gucken wir mal rein, was hier in der Hütte abgeht. Frederick! Bist du zu Hause? Liegt da einer im Bett? Frederick? Okay, wir haben ihn wahrscheinlich, er wollte sich gerade hier wahrscheinlich was zu essen machen. Brot, Obst. Oh Gott. Frederick, ist sein Hund gut drauf? Ist er nett? Ist das ein Hund? Ist das ein Wolf? Was ist das? Das ist doch safe ein Hund, Alter. Wer hält, beziehungsweise ein Wolf, wer hält sich denn solche Viecher zu Hause? Okay, nehmen wir mal mit, Medipack. Können wir hier irgendwie noch Lampe? Ne, können wir nicht. Okay, scheint aber niemand zu Hause zu sein. Gehen wir mal weiter.
use the flashlight. Komm, Lampe haben wir doch schon an. Oh Gott! Holy shit, oh Gott. Puh. War nur der Hund. Beziehungsweise Wolf. Sieht doch eigentlich ganz nett aus hier mit den Glühwürmchen. Natürlich. Irgendein gruseliges Anwesen. Da krieg ich ja direkt Resident Evil 7 Vibes hier. Okay, ein anderer Weg rein. Vielleicht hier. Oh, Leute, wollen wir da wirklich rein? Kommen wir hier vorbei? Vielleicht hier über die Kisten, könnte ich mir vorstellen. Okay, crazy Hütte auf jeden Fall. Gibt es was im Briefkasten? Wahrscheinlich nur Rechnungen, die will kein Mensch. Okay, komm, wir gucken mal, ob wir über die Kisten reinkommen. Uah, wir sind auf jeden Fall sehr agil unterwegs. Yes! Hätten wir. Hallo? Jemand zu Hause? Können wir die Axt mitnehmen? Das wäre ja schon mal geil zur Verteidigung. Ne, können wir natürlich nicht. Geil, Mann. Gruselatmosphäre kickt auf jeden Fall direkt. Frederick. Okay, ich habe Schreie von drin gehört. Ich will da gar nicht rein. Was ist das hier alles? Guck mal, irgendeine abgespacede Maske. Ja, auf jeden Fall. Puppen spielen hier eine Riesenrolle, wie der Name schon vermuten lässt. Einkaufswagen auch. Oh, geile Karre, Alter. Erinnere mich direkt an meinen Kuba-Urlaub. Mit so einem Ding sind wir da tatsächlich auch rumgefahren. Nice. Sieht aus wie so ein alter Buick, oder? Okay, ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei. Wir müssen in die Hütte rein. Worauf habe ich mich hier wieder eingelassen, Leute? Auch völlig normal, dass man das Telefon vor die Haustür stellt. Schaukel. Oh Gott, da hinten liegt noch so eine Puppe. Alter, ich wette mit euch, Frederick ist hart gestört. Okay, Brief. Sehr geehrter Herr Frederick, bitte werfen Sie keine Abfälle in den See. Der Müll türmt sich auf und schwimmt dann an der Oberfläche. Sie sollten auch den Abwasserkanal unter Ihrem Haus im See überprüfen. Da Sie nachts seltene Geräusche hören, vielleicht hat sich wieder ein Tier eingeschlichen. Mit freundlichen Grüßen, der Förster. Okay, kommen wir rein? Nein, ich will da gar nicht rein, Bro. Oh, Alter. Ach, so viel zum Thema Müllentsorgung. Frederick scheint ein Messi zu sein. Alter, überall diese gestörten Puppen. Das kann doch schon nicht gut werden. Oh, Moment. Gute Frage. Warum ist hier ein Rauchabzug? Können wir schwimmen? Ey, wir können schwimmen, Leute. Oh mein Gott. Das habe ich nicht kommen sehen. Okay, warte mal. Kommen wir hier rein? Okay, möchtest du die Kanalisation betreten? Ja, Mann, will ich. Okay, alles klar, vielleicht kommen wir so ins Haus rein. Das ist crazy, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt beginnt hier der Horror. Das ist ja wirklich wie bei Resident Evil 7. Boah, Alter. Holy shit. Das sieht hart nach Blut aus, Kumpel. Okay, da ist der, jetzt sind wir auf jeden Fall im Keller. Hier ist der Generator. Oh Gott, Freunde. Und hier wurde wieder irgendwas verbrannt. Guck dir das mal an, ist das eine menschliche Hand? Bah, Eingeweide, Gedärme. Oh, missing. Da wird ein Kind vermisst. Ich sag's euch, irgendwas stimmt mit Frederick nicht.
Der Typ ist hart daneben. Boah, und es ist einfach komplett duster, Leute. Holy shit. Ey. Was ist das hier? Ein Kerker oder was? Oh mein Gott, zieht euch das mal rein. Ja, Mann. Hier willst du nicht enden. Auf keinen Fall. Auch diese kleine Eingangstür hier. Aber man sieht einfach gar nichts. Ich kann 2 Meter weit gucken. Oh mein Gott. Atmosphäre kickt auf jeden Fall. Ist eine ganz andere Nummer auf einmal. Was war das? Was war das? Ist eine ganz andere Nummer auf einmal wie eben noch draußen. Ja, Mann, gute Frage. Was ist das für ein abgefuckter Ort? Was ist das? Ist das die Nonne? Oh Gott, Freunde. Okay, die Tür ist clearly abgeschlossen. Oh mein Gott, ey. Da steht doch eine Puppe unter dem Ding. Ich will nicht. Oh. Oh mein Gott. What the hell? Jesus. Bah, Junge, was hat der hier veranstaltet? Zieh das mal rein. Das Herz lebt, das schlägt noch. Ey, der hat hier Menschen geopfert, um Puppen in Menschen zu verwandeln wahrscheinlich. Hier sind die ganzen Überreste. Nähmaschine. Bah, Junge. Holy crap. Ey, das ist ja komplett gestört. Wehe dir, du stehst gleich auf und jagst mich. Da ist ein Schlüssel. Boah, ich hätte übelst gerne eine Waffe. Die ist aber auseinandergebracht, oder? Ach, scheiße, er ist natürlich am Arsch, deswegen können wir ihn nicht mitnehmen. Da vorne bewegt sich was. Oh mein Gott! Holy shit! Oh mein Gott! Nein! Bitte nicht! Alter, was ist zur Hölle hier? Guck mal, da ist einer auf jeden Fall ausgebrochen. Alter, krass. So eine Mischung aus Puppen und Menschen. Oh mein Gott, nein, nein! Oh shit! Was passiert? Was passiert? Wo sind wir? Okay, die Puppe hat uns hier runtergekickt. Boah, mein Herz, Alter. Oh, direkt die nächste gestörte Puppe. Leute, ich bin komplett nass geschwitzt schon. Lady, kannst du mir helfen, hier rauszukommen? Nein, kannst du bestimmt nicht. Nein, 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 ich hab's mir anders überlegt. Oh Gott! Oh, sie hat uns gefinisht, Alter. Jack ist tot. Freunde, oh mein fucking Gott.
Och nein, jetzt sind wir wieder hier. Okay, alles klar. Puh, Freunde, warte mal kurz. Ey, ich bin nass geschwitzt. Auf jeden Fall sehr interessantes Horror-Game. Ich habe richtig Puls, kann ich euch sagen. Ich würde aber jetzt auch hier einen kleinen Cut machen an der Stelle. Wie gesagt, für den ersten guten Einblick sollte das reichen. Wenn ihr mehr Bock habt auf Jack Holmes, Master of the Puppets, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, dann hängen wir noch eine Folge dran. Wie immer an der Stelle, gönnt ihr mir, gönne ich euch und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Bis dahin und tschüss!